Hallo zusammen, wir haben Mittwochabend, es ist 17:46 Uhr, 22. November. Hier geht es um den DAX. Am Wochenende hatte ich geschrieben, der hat noch Momentum und ich meine zu erkennen, dass das langsam weggeht. Das wird ein relativ kurzer Film, weil ich schon wieder auf dem Sprung bin. Und zwar, mir fällt Folgendes auf. Zum einen, die geöffneten Bänder nach oben und nach unten, das der Bewegung entgegengesetzte Band, das untere, dreht jetzt deutlicher nach oben. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass diese Bewegung, dieses Momentum, diese Akzeleration kurz vorm Ende ist. Ich habe hier eine gestrichelte Linie eingezogen. Das ist das Hoch, was wir hatten vom 31.08. bei 16.042. Soweit ich weiß, haben wir heute die 16.000 nicht gesehen. Das war 16.998 irgendwas. Haben bestimmt schon einige mit 16.000er Putz die Angst bekommen. Aber das ist das Erste, was mir auffällt. Das heißt, die Bänder werden wieder zusammengehen. Ob daraus denn eine Seitwärtskorrektur entsteht oder ein echt korrektives Verhalten Richtung 200-Tage-Linie, das ist momentan nicht zu sehen. Als Unterstützung dafür habe ich diesen Bereich hier von 15.575. Das war der, den ich schon seit Wochen genannt habe. Ich habe gesagt, wenn wir da drüber gehen, dann legt er noch was drauf. 15.575, das wäre hier und das wäre auch absolut gesund, wenn er das täte. Weiterhin fällt mir auf, dass hier über die Histogramme das erfüllt wird, was ich als Verkaufssignal erachte. Lang, kurz, kurz und heute nochmal ein kurzes. Das heißt, die exponentiell gleitenden Durchschnitte hier, die gehen zusammen. Was für das bloße Auge so nicht zu erkennen ist, kann man sehen über das Histogramm. Finde ich also auch negativ. Weiterhin gelten wir zwar als überkauft, aber noch ohne Verkaufssignal auf Tagesbasis. Heute haben wir auch einen Shootingstar bekommen. Nicht wirklich perfekt, aber es ist, ich finde, doch ein recht guter Shootingstar, den man auch benutzen kann. Das heißt, jetzt eingegangene Shorts muss man auf jeden Fall hier drüber plus 20 Punkte stoppen. Das wäre dann so bei 16.020. Sollten wir es wieder meines Erwartens schaffen, über diese 16.044 drüber zu gehen, ist lediglich hier dieses Gap, das ist vom 1.8. Das ist bei 16.248 der einzige oder der nächste Chartwiderstand außer dem All-Time-High. So muss man es einfach sehen. Also ich gehe hier recht gefühllos ran. Auf 4 Stunden Sicht es ist es so, dass wir hier die Gefahr einer Divergenz haben. Der Markt ist höher, aber die Technik kommt nicht mehr mit. Ist negativ. Völlig neutral hier. Bänder gehen weiter zusammen. Aber hier sieht man schon diese Seitwärtsphase. Das ist, finde ich, immer ziemlich nervig. Die man jetzt noch besser auf der Stundenebene sieht, ist die Stunde hier. Das war, wann war denn das? Das war am 17.11. um 11 Uhr und seitdem sind wir quasi die ganze Zeit seitwärts gelaufen. Da fragt man sich dann echt, was man hier macht. Klar, kann man da irgendwo mal 30, 40, 50, 70 Punkte mitnehmen, ja, aber es ist kein Trend vorhanden. Der Markt hat kein Momentum. Ich bin der Meinung, wenn ich das hier sehe über Stunden. Technik und auch hier geht er runter übers MACD, über die Stochastik schon bestätigte Verkaufssignale. Wird das jedoch hier bis so runter, bis zu diesem Punkt hier, 15.851, das ist eine langgezogene Unterstützungszone. So möchte ich es mal formulieren. Nichtsdestotrotz, ich meine, der Markt hat sein Soll ziemlich erfüllt und er schreit nach einem Imbiss. Das zum Beispiel waren 200 Punkte Korrektur. Hier auch 200 Punkte Korrektur und sowas fehlt dem. 200 Punkte Korrektur, das hieße dann ungefähr so 15.800 und dann wären wir ziemlich genau hier. Das ist eigentlich das, was ich als nächste Bewegung jetzt mal erwarte, auch wenn ich mich täusche und das ist dann halt über der 16.042, dann muss ich nochmal davon ausgehen, dass wir dieses Gap hier in Angriff nehmen. Aber ich bin, oder andersrum, die Chancen werden geringer. Der Markt braucht eben diesen Imbiss, um mal weiterzugehen. Ob er das jetzt macht gleich, das weiß ich nicht. Aber die Geschichte mit den Bändern in Verbindung mit MACD sagt zu mir, dass diese Akzeleration hier jetzt erstmal beendet ist. Scheine habe ich die gleichen gelassen. Jetzt wird jeder gleich mal stöhnen. Oh Gott, 51er Hebel. Ich lasse den ganz bewusst hier drin, diesen 16.252er. Im Moment mit dem 51er Hebel. Weil wenn wir wirklich hier über den Tag auch nochmal eine Bestätigung bekommen eines Verkaufssignals, also 1, 2, Bänder 3, Shootingstar 4, dann kann der auch locker bis zu 200, bis zur 20-Tage-Linie gehen. Dieser Moment bei 15.324 steigt aber jeden Tag deutlicher an. Also so in dem Bereich
15.400 hier so oder 15.575, das kann er dann sehen. Und warum soll ich mir dann einen nehmen im Hebel 10? Aber das Ding bitzelt, das ist kein Kinderfasching, das hat schon richtig Standgas. 51er Hebel, also mir macht sowas Spaß. Für die, die es ein bisschen gemächlicher brauchen, habe ich je nachdem im 31er Hebel. Ansonsten habe ich hier nichts. Ich versuche am Freitagmorgen Film übers Gold zu machen. Das wurde nochmal gefragt. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fertig Beute. Bye, bye.